Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Juli-Sendung von Leiten Skyline. Das Thema Mitarbeiter ist sicherlich das zentrale Thema für alle Unternehmen. Der Berufsorientierungslauf in von Leiten, der erstmals am Hauptplatz stattgefunden hat, ist vielleicht ein wichtiger Einstieg sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Unternehmen in unserer Region. Der Fronleitner Hauptplatz feierte seine Premiere als Austragungsort des von Stadtrat Franz Tieber organisierten Berufsorientierungslaufs für die dritten und vierten Klassen der Mittelschule Fronleiten. Nach einer kurzen Eröffnung gab die für dieses Projekt seitens der Schule verantwortliche Lehrerin Heidi Triebel das Startsignal für die rund 70 Jugendlichen, die sich die Berufsbilder der 20 Unternehmen anschauen konnten, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass gleich 6 Betriebe mit ihren Geschäften direkt am Hauptplatz besucht werden können. Der Nerv, den wir derzeit haben oder der ein bisschen schmerzt, ist ja genau der Mangel an Fachkräften und Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Und genau dafür ist dieser Berufsorientierungslauf da, der damals von Gerd Herrmann und von Thomas Spalt hier initiiert worden ist. Und der Franz Tieber hat das jetzt da auch hier mit organisiert und auch organisiert, dass es am Hauptplatz ist. Und es ist einfach schön, dass es hier im Zentrum ist, weil der Marktplatz, der hier ist, ist ja quasi ein Wirtschaftsplatz, wo das Leben stattfindet, wo die Geschäfte sind. Und genau dort gehört auch dieser Berufsorientierungslauf hin. So konnten die SchülerInnen gleich 6 Betriebe direkt am Hauptplatz besuchen und in das tägliche Geschäft einsteigen. Die Praxisnähe der Demonstrationen, die seitens der Betriebe geboten wurde, wo die Dinge auch zum Anfassen waren, ist eine der großen Stärken des Berufsorientierungslaufs in Fronleiten. Da können die Jungs können am Motor schrauben, wir bis zum Haare färben, Glätteisen beim Duller verkaufen, an der Nähmaschine servieren, für einen Kaffee runterlassen. Also wir haben einen breiten Branchenmix und ganz wichtig ist es für uns auch, dass es nicht nur Theorie ist, die wir hier anbieten, sondern wo die Kinder wirklich praxisnahe Übungen machen können, sei es einen Mauerziegel aufmauern, sei es einen Dachstuhl zusammenbauen, sei es beim Kamin hinten den Ofen reinigen, wie das Ganze funktioniert, um einen Eindruck zu bekommen und wo lernt man besser, wo kriegt man mehr Erfahrung, wie wenn man praktisch mit den Händen hingreifen kann. Durch diese Form der Präsentation konnten schon manche Schnupperlehrlinge, aber auch Lehrlinge für die Betriebe gewonnen werden, wie uns Verantwortliche der Unternehmen und Firmenchefs berichten konnten. Das Engagement der Betriebe auf der Suche nach MitarbeiterInnen und das Interesse der Jugendlichen wird so in komprimierter Form auf die Bühne der Öffentlichkeit gebracht. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Zukunft und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Gewerbebetriebe unserer Region. Rudi Anschober, meine Damen und Herren, war sicherlich der Minister, der zu Beginn der Pandemie die Kommunikation für uns Österreicherinnen und Österreicher via TV-Bildschirmen gemacht hat. Jetzt, nachdem er als Minister zurückgetreten ist, hat er ein Buch darüber verfasst. Und dieses Buch hat er jüngst im Fronleitner Rathaus vorgestellt. Mit Rudi Anschober konnte Buch & Co. jenen Mann gewinnen, der als Gesundheitsminister zu Beginn der Pandemie das außerordentliche Geschehen wesentlich mitbestimmte und den BürgerInnen im ganzen Land kommunizierte. Solange, bis seine Kraft nicht mehr ausgereicht hat und er als Minister zurückgetreten ist. Bald jedoch war Rudi Anschober klar, ein Buch darüber zu schreiben. Naja, mir war klar, ich habe das große Glück, dass ich mir noch einmal im Nachhinein ansehen kann, weil ich die Zeit gehabt habe, was wie gut funktioniert hat und wo wir Fehler gemacht haben. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, eine Aufarbeitung für mich selbst. Und dann mittendrin habe ich gemerkt, das ist eigentlich für ganz Österreich spannend, betrifft ja alle. Für alle ist das Leben völlig anders geworden. Deswegen der Entschluss, dann schlussendlich das Buch zu schreiben. Und das war recht arbeitsintensiv, aber spannend. Was Neues für mich in der Dimension. So gibt das Werk Pandemia tiefe Einblicke in die größte Gesundheitskrise nach der spanischen Grippe vor rund 100 Jahren. Sowohl beim Interview mit Wolfgang Karsic als auch beim Lesen von Passagen aus seinem Buch konnte Anschober das Publikum fesseln.
Vom Buch kann man sie mitnehmen, denke ich, dass man viele, viele, viele Informationen kriegt. Ich fürchte, es ist ja noch nicht vorbei mit dieser Pandemie, aber wir werden das noch brauchen können, dass man viele kennt, die auf die eine oder andere Art und Weise betroffen sind, also kennenlernt über das Buch. Und das Dritte, dass wir auch lernen, ein bisschen darüber nachzudenken, was können wir besser machen in Zukunft, alle miteinander, welche Beiträge können wir leisten. Denn klar ist, die Wahrscheinlichkeit für Pandemien nimmt zu. Das heißt, es könnte auch relativ rasch, ich hoffe nicht, dass es so ist, eine nächste geben. Die Gegenwart ist gebeutelt von Krieg in Europa und von mehreren Krisen. Umso wichtiger ist es dabei, mit Bedacht, aber auch rasch zu handeln. So die Botschaft des ehemaligen Gesundheitsministers. Einerseits haben wir am Beginn der Pandemie gelernt, dass wir dann Krisen gut bewältigen können, wenn wir zusammenhalten. Mit Streit bewältigst du überhaupt nichts, da schwächst du die Gesellschaft. Zusammenhalt, zusammenstehen, Solidarität, Verantwortung zu übernehmen, das ist das, was wir brauchen. So können wir auch andere Krisen bewältigen. Und ich hoffe, die Politik hat gelernt, dass sie gesehen hat, dann, wenn rasch entschieden wird, dann, wenn konsequent entschieden wird, dann führt das auch zu guten Ergebnissen. Und gerade bei der Klimakrise ist jetzt 50 Jahre nicht entschieden worden und jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit, dass das getan ist, wird, was notwendig ist, nämlich sich energieautark zu machen, unabhängig zu machen, mit dem Verbrennen fossiler Energieträger aufzuhören, damit es unseren Kindern auch so gut geht wie uns. Selbstverständlich haben viele BesucherInnen das Buch anschließend gekauft und die Gelegenheit wahrgenommen, es sich vom Autor höchstpersönlich signieren zu lassen. Das LEADER-Projekt, das 6 Gemeinden aus unserer Region in Zukunft ganz eng zusammenarbeiten wird lassen, ist mittlerweile auf den Weg gebracht. Die VertreterInnen der Steuerungsgruppe der LEADER-Region Graz-Umgebung Nord haben sich Mitte Juni auf der Burg Rabenstein getroffen, um gemeinsam den Abschluss des wichtigsten Schritts, nämlich die Einbringung des LEADER-Antrags beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu würdigen. Die verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden Gradweinstraß-Engel, Gradkorn, Übelbach, Peckau, Deutsch-Feistritz und Fronleiten im Sinne der Entwicklung und Steigerung der Lebensqualität in unserer Region ist dabei das grundlegende Ziel. Erste Entscheidungen sind bis Ende Oktober zu erwarten und der endgültige Auswahlprozess zur LEADER-Region erfolgt bis Mitte 2023. Für die Vertreter der Gemeinden mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe, die aus dem nicht öffentlichen Bereich stammen, war es auch eine erste Gelegenheit, sich auszutauschen und gemeinsam mit den Bürgermeistern und GemeindevertreterInnen in die Zukunft zu blicken. Unsere LEADER-Region steht für Diversität. Die 6 Gemeinden sind absolut top. Von Industrie angefangen, über Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Klein-Mittelbetriebe, Handwerker. Wir haben einfach einen großen Unterschied zu anderen LEADER-Regionen, die alle gleichgeschalten sind. Wir haben einfach die größere Vielfalt. Gradweinstraß-Engel ist sicher einer der betreibenden Player drinnen. Ja. LEADER steht für eine tolle zukünftige Region in Graz-Umgebung Nord, die wir jetzt eingereicht haben und wir werden unsere Gemeinden in der Region gut entwickeln und eine ganz starke Region werden. LEADER steht für mich für Gemeinschaft, Zusammenhalt und für Zukunft. Überregional für Zusammenarbeit der Gemeinden und besonders in unserer Situation der Zusammenarbeit unserer 6 Gemeinden, wo wir schon viele Themen gemeinsam bearbeiten. LEADER steht für ein regionsübergreifendes Projekt, wo wir als Gemeinden zusammenarbeiten, aber das Wesentliche ist dabei, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über ein Budget, das in der Region vorhanden ist und wo wir gemeinsam entscheiden können, wie es in unserer Region weitergeht. Kerstin Weber fasst den ersten wichtigen Schritt zur LEADER-Region Graz-Umgebung Nord zusammen. Das ist ein erster Meilenstein, das muss man auch sagen, dass jetzt einmal 6 Gemeinden sich in Graz-Umgebung Nord gefunden haben und gemeinsam sagen, ja, wir wollen die ländliche Entwicklung bei uns in der Region gemeinsam vorantreiben. Und natürlich ist jetzt mit 5.5. die Bewerbung eingelangt beim Bundesministerium, aber jetzt natürlich kommt der Prozess, der Auswahlprozess.
Prozess. Das wird natürlich noch eine spannende Angelegenheit für uns werden. Wir müssen uns dort auch behaupten und natürlich unsere Strategien und Vorhaben, Aktionsfelder, Schwerpunktsetzungen dort argumentieren. Aber das ist jetzt quasi ein erster wichtiger Schritt und natürlich ist die Freude natürlich sehr groß, weil man so gemeinsam Regionalentwicklung zur Gänze vorantreiben kann. So können die 6 Gemeinden in enger Zusammenarbeit gemeinsam an der Entwicklung unserer Region arbeiten, für die Gegenwart und für die Zukunft. Frische, Qualität und Regionalität haben in der Gegenwart eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und dabei spielen unsere Nahversorger eine ganz wichtige Rolle. Sparmarktplatz und dem Genussladen bieten Mario und Anatulla Nahversorgung und Spezialitäten mitten am von Leitner Hauptplatz an. Das gesamte Team ist stets um seine KundInnen bemüht, die Qualität und Regionalität der Produkte schätzen. Das Marktplatzl steht dafür für ca. 100 regionale Lieferanten aus der Umgebung, so wie zum Beispiel unsere Bäckereien. Wir werden von 5 Bäckereien beliefert mit einem 100 Quadratmeter Geschäft und wir versorgen die Kunden mit Brot vom Pfleger, vom Viertler, vom Niederl und auch vom Bichelhof und von der kleinen Bäckerei Weber in St. Kathrein haben wir Freitag immer Spezialbrote. Zu wissen, woher die frischen Produkte stammen, ist in der Gegenwart ein wesentliches Verkaufsargument. Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Wir beziehen das Obst und Gemüse von Bauern in der Umgebung. Zum Beispiel die Äpfel kriegen wir aus Eckersdorf vom Kocher Bernhard. Und zu uns kommt zweimal in der Woche ein Gemüselieferant, der selber ein Bauer ist und der uns mit guten Produkten versorgt. Die Produktvielfalt an Nahrungsmitteln für den täglichen Bedarf gepaart mit einer Frische à la Tulla, das Eingehen der MitarbeiterInnen auf die Wünsche der KundInnen, machen das Einkaufen zum Erlebnis und sind Basis für deren hohe Zufriedenheit. Ja, das freut mich sehr und das ist eigentlich ein Lob auch an meine Mitarbeiter, wenn das den Kunden gefällt und wenn sie zufrieden sind. Eine Vielfalt an Schmankerln und Spezialitäten bietet gleich nebenan das Genussplatzl, ganz nach dem Motto, sie wünschen, wir spielen. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Es gibt zum Jausnen viel, so Wollschweinprodukte, es gibt viel regionale Sachen. Von Leitner Kernöl oder die Nudeln von der Mohof Hechtel zum Beispiel. Dann haben wir auch vom Almenland verschiedene Kräuter, aber auch ganz viele Spirituosen, Rum, Gin. Und wenn jemand, zu welchem Anlass auch immer, etwas Besonderes sucht, wird sicher fündig. Ja, bis jetzt haben wir für jeden noch was gefunden. Also egal, ob für eine Hochzeit oder für einen Geburtstag oder zu Weihnachten machen wir auch ganz viele Pakete für Firmen. Genau. Das heißt, der sucht das aus, ja, ihr berät sozusagen, was es alles gibt und dann wird das richtig alles zusammengepackt oder wie funktioniert das? Genau, wir haben da verschiedene, zum Beispiel Schachteln gibt es oder Körbe. Man kann mit Zellophan, ohne Zellophan, das fängt an. Wir können auch, wenn man jetzt 2 Kleinigkeiten aussucht, die auch schön einmachen. Also es ist für jede Preisklasse was dabei. Auch die gediegene Präsentation der Produkte unter dem Gewölbe lässt auf Exklusivität schließen, bis hin zu den herrlichen steirischen Weinen. Genau, wir haben da ganz hinten unsere Winothek. Da haben wir ganz viele verschiedene Weine, hauptsächlich steirische und bei den Rotweinen hauptsächlich Burgenländer. Zum Beispiel vom Scheibelhofer haben wir von beiden viele Weine da. Frische, Qualität und Regionalität sind schließlich oberste Prämisse der Familie Tulla. Zum Schluss bitten wir aber den Firmenchef noch um einen saisonalen Tipp, gerade für den Monat Juli. Also ganz besonders ans Herz legen kann Ihnen, wenn es gibt, die Eierschwammerl aus Dragös, die habe ich vom Bauern, Eierschwammerl und Steinpilze. Dann telefoniere ich jetzt schon immer mit der Wachau, wie es ja mit den Wachauer Marillen ausschauen wird. Es hat es viel gekränkt und die Ernte wird heuer nicht groß sein, aber wir werden schauen, dass wir was beschaffen können. Sportlich und kulturell geht es nun in den folgenden Kurzberichten zu. Der 21. Juni steht beim Turnverein von Leiten jedes Jahr im Zeichen der Sonnwendfeier, die in familiärem Rahmen samt Gästen zelebriert wird.
Heuer nahm der Turnverein von Leiten diese Tradition zum Anlass, seinen im Vorjahr verstorbenen Ehrenobmann Rainer Gollesch, der über viele Jahre den Verein geprägt und in die Zukunft geführt hat, zu würdigen. So wurde zu seinen Ehren der Platz genau am Tag der Sonnenwende in Rainer Gollesch Turnplatz umbenannt. Seine Gattin Christine, Sohn Bernd und Schwester Brigitte wohnten der Zeremonie bei, deren Höhepunkt dann die Enthüllung der Ehrentafel war, die als sichtbares Zeichen dafür angebracht wurde. Mit dem Entzünden des Feuers klang der Abend bei Musik und bester Verköstigung durch das Turnvereinsteam für die Gäste aus. Nicht ohne, dass zwischendurch ein paar mutige Jungs den Sprung übers Feuer wagten. Vernissage im heurigen Jahr kam es am 22. Juni im TMC Technologiepark von Leiten. Unter dem Motto Wer A sagt, muss auch B sagen, also Art and Business, wurde die Ausstellung Fotokunst Biennale 2022 der Berufsvereinigung Bildender KünstlerInnen des Landesverbands Steiermark eröffnet. Darunter befinden sich auch Werke zweier von Leitner Künstler, und zwar von Leo Weingall und René Vitali. Im Anschluss an die Eröffnung gab es ein kleines Sommerfest mit herrlichen Schmankern von Markus Weinberger. Die sehenswerte Ausstellung ist in den Räumlichkeiten des DMC von Montag bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten noch bis 22. August zu besichtigen. Sportlich rund gegangen ist es am letzten Juniwochenende im Franz-Feld-Grill-Stadion. Der SV MM von Leiten lud zum Winnie Cup 2022. Viele Mannschaften aus der gesamten Region in den Altersklassen U7, U8, U9 und U11 matchten sich und hatten eine Menge Spaß und wurden, wie auch das Publikum, vom gesamten Team des SV MM von Leiten kulinarisch bestens versorgt. Bei den Matches selbst hauten sich die FußballerInnen so richtig ins Zeug und wurden von den Fans großartig angefeuert. So verbrachten mehrere hundert Gäste und SportlerInnen zwei wundervolle Tage unter besten Bedingungen auf der Anlage in Fronleiten. Es war ein erfolgreicher Winnie Cup 2022. Erstmals einen Tag des Sports veranstaltete die Stadtgemeinde von Leiten KG am 1. Juli im Sport- und Freizeitpark. Für viele Vereine, die Sport und Bewegung anbieten, war es eine perfekte Gelegenheit, den SchülerInnen der Mittelschule von Leiten die zahlreichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Anlage des Sport- und Freizeitparks ist die perfekte Location dafür. So können klassische Sportarten im Freien ebenso demonstriert werden wie im Indoor-Bereich jene, die meist in Sporthallen ausgeübt werden. Die professionelle Betreuung der Vereine machte den SchülerInnen so richtig Lust auf mehr. Ein Tag, der in mehrerer Hinsicht von Erfolg gekrönt war. Der Sport- und Freizeitpark zeigte seine geballte Infrastruktur, die Vereine ihre vielseitigen Sportmöglichkeiten und die Jugend konnte sich einen perfekten Überblick verschaffen und auch einmal in Sportarten hineinschnuppern, die sie vielleicht schon immer einmal probieren wollten. Aufgespielt hat der Musikverein Paschluk am 16. Juni auf dem Hauptplatz. Es war gleichzeitig der Auftakt der von Wolfgang Kasic organisierten Blasmusikkonzerte 2022, die jeden Freitag ab 17 Uhr an verschiedenen Plätzen die FronleitnerInnen und die Gäste, die zu uns kommen, unterhalten. Im Rahmen dieser traditionellen und liebgewordenen Platzkonzerte werden freitags noch bis 16. September Blasmusikkapellen aus der ganzen Steiermark Schwung auf den Hauptplatz bringen und das Zentrum der Stadtgemeinde noch zusätzlich beleben.
Ehre, wem Ehre gebührt, sagt sich unsere Stadtgemeinde und hat jetzt in einer zweitägigen Veranstaltung die Ehrungen und die Jubilare der vergangenen zwei Jahre in einem großen Fest im Volkshaus nachgeholt. Zu einer riesen Geburtstagsparty und Feier für zahlreiche Jubelpaare lud die Stadtgemeinde von Leiten am 20. und 21. Juni ins Volkshaus. Bei Musik und guter Stimmung wurden damit die Ehrungen, die sonst in Form der traditionellen Hausbesuche, die in den beiden vergangenen Pandemiejahren nicht möglich waren, nachgeholt. Für Bürgermeister Johannes Wagner ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine große Freude, unsere MitbürgerInnen in dieser Form auch zu würdigen. Das ist schön und das ist genau das Zeichen, was wir setzen wollten. Nämlich nur weil jetzt da eine Zeit lang das nicht möglich war, wollen wir trotzdem die Leute einladen und sagen, das ist uns was wert. Weil man muss sagen, das sind Menschen von der 100-Jährigen weg bis zu den 75-Jährigen, die auch unser Ort geprägt haben über die Jahrzehnte. Und die können einiges erzählen, haben unseren Ort beeinflusst, geprägt, gezeichnet. Und das Schöne ist, wir sagen Danke auch dafür. Und das gehört dazu, Danke zu sagen und zusammen zu feiern. Da sind wir bekannt, dass in Verleiten gut zu feiern ist. Und wie man im Hintergrund sieht, es haben alle eine gute Stimmung und sie freuen sich. Und so war es auch. Die Volksmusikgruppe von Fritz Windisch der Musikschule von Leiten spielte zünftig auf. Die Gemeinderätinnen servierten persönlich Getränke und Speisen und hatten nebenbei noch genügend Zeit mit den Geburtstagskindern zu tratschen. Mit Frau Kuhn, die ihren 100er feierte, gab es darüber hinaus noch ganz besondere Glückwünsche und Applaus von allen JubilarInnen dazu, die es an den beiden Tagen auf insgesamt knapp 12.000 Jahre Geburtstag und 4.000 Ehejahre gebracht haben. Also herzliche Gratulation! Wir bleiben beim Thema Jubiläum, meine Damen und Herren, nur sie ist noch nicht ganz so alt. Die Pradlstreich feierte jüngst ihr 10-jähriges Bestehen im Schweizerhof. Jubel, Trubel, Heiterkeit hieß es für die Gruppe Pradlstreich, die am letzten Juniwochenende beim Schweizerhof in Laufnitzdorf ihr 10-jähriges Bestehen feierte. Aber eigentlich ist die Gruppe viel älter. Die Pradlstreich ist in dem Sinne sogar älter als ich. Weil die Pradlstreich gibt es in der Urbesetzung als Geigenmusi. Es hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Mittlerweile ist es eine Bläserpartie. Und ja, die Erlebnisse sind vielfältig. Also bei jeder Spielerei kommt ein Schipperl an Erzählungen dazu. Ein Musikant ist von Grund auf jetzt kein langweiliger Mensch. Und wie ich bei der Eröffnung dieses Festes schon gesagt habe, eignen sich die meisten Geschichten halt mehr für die Decke als fürs Mikrofon. Festhalten konnten wir jedoch die fantastische Stimmung und Ausgelassenheit anlässlich dieses Jubiläums. Und sicher war auf alle Fälle die Tatsache, dass die Atmosphäre und die musikalischen Darbietungen für unbeschwerliche Stunden sowohl für die Musiker als auch für das Publikum gesorgt haben. Ja, es ist ein Wahnsinn. Also 10 Jahre, glaubt man gar nicht, dass das noch so schnell verrinnt. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich einfach begeistert von den Leuten, die da sind, von den Gruppen, die auch unsere Freunde sind, die heute mit uns da feiern und musizieren. Man sieht es vielleicht noch, ich bin noch etwas aus der Puste. Ich habe schon den Tanzboden eröffnen dürfen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich bin so froh, dass alle da sind und dass wir da in Frontleiten so eine klasse musikalische Heimat gefunden haben. Wie heißt es eben so schön? Musik verbindet. Im Rahmen des Projektes Blühende und Summende Steiermark oder auch Natur im Garten hat die Stadtgemeinde von Leiten in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten nun eine Blumenwiese am Grünanger angelegt. Ein wertvoller Lebensraum für uns Menschen und lebenswichtig für viele Insekten und Nutztiere sind die Blumenwiesen. Die Kindergartenkinder haben jüngst eine dieser Wiesen am Grünanger angelegt. So wie wir es heute haben, dass die Kindergartenkinder da setzen, da kann man natürlich auch sehr viel Bewusstseinsbildung
betreiben, sage ich jetzt einmal, weil wenn man dann sagt, okay, das ist die Wildblume, das ist jene Wildblume und die sind ganz wichtig für unsere Insekten und die Kinder haben ja auch im Kindergarten dieses Projekt und das ergänzt sich natürlich wunderbar. Fronleiten selbst will noch grüner werden und hat sich dem Projekt angeschlossen. Wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung eben auch beschlossen, dass wir Natur im Gartengemeinde wären. Und da ist es auch unser Ziel, nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern auch Privatgärten das nahezulegen, einfach für Insekten Wildblumen stehen lassen, Wiesen stehen zu lassen, weil einfach viele Nützlinge darin hausen und wohnen eben. Die Kinder zeigen es hier wunderbar vor. Jetzt gilt es, auch die Erwachsenen für den Erhalt der Blumenwiesen auch im eigenen Garten zu sensibilisieren. Die Erwachsenen vielleicht wirklich privat auch ein bisschen Wildnis zulassen, wenn man schon wirklich vorne vor dem Haus oder wo halt die Leute hinschauen sozusagen, ein bisschen schon pflegen, aber dann als Ausgleich wirklich hinten einfach weniger mähen, einfach stehen lassen, vielleicht auch Totholz lassen und das sind ganz wichtige Dinge, weil es kommt dann von allein wirklich viel rein. Weniger mähen, weniger tun, mehr die Natur genießen. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, darf ich Sie kurz auf die Hauptplatzbühne unseres Theaters Fronleiten entführen und Ihnen erste Einblicke in die Komödie, in ein fantastisches Stück geben, das wir jetzt in den ersten Juliwochen genießen können. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich, sage danke, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal auf Fronleiten Skyline und wie immer, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Ja, auch noch, auch noch. Mein Gott, Antoinette, sei doch vorsichtig. Ach was, ist doch keiner in der Nähe. Komm, gib mir einen Kuss. Nein, es kann sein, dass jederzeit jemand kommt. Also. Der Floh im Ohr heißt das Stück, das das Theater von Leiten dem Publikum auf der Sommerbühne am Hauptplatz heuer bietet. Bonjour, Antoinette. Was machst du hier? Eine turbulente Komödie aus dem Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts, wo die Moral im Bürgertum innerlich locker und äußerlich ganz streng war. Es sind Verwechslungen, die in unglaublichen Turbulenzen münden und auf die Doppelmoral des Bürgertums abzielen. Die Frau, die sie begehrt, das ist viel erotischer. Die Frau, die sie begehrt. Eins ist klar, die Turbulenzen kommen daraus, dass hier massiv gelogen wird. Die einen meinen, sie seien moralisch überlegen, sind es aber nicht. Die anderen sind aus Versehen moralisch überlegen, weil sie gerade gewisse Schwierigkeiten im Bett haben und machen sich daraus eine Freude und halten sich was zugute. Und die anderen werden in einen Strudel aus Lügen hineingezogen, die sie selber gar nicht gesagt haben. Und niemand, der dieser Familie angehört oder der mit ihr an diesem einen Tag, an dem das Stück spielt, in Berührung kommt, kann sich dem Strudel aus Lüge, Verwechslung, Enttäuschung und Täuschung entziehen. Mit insgesamt 15 Darstellerinnen und Darstellern ist man überhaupt in der Lage, dieses Stück aufzuführen, samt Nachwuchs in der Theatergruppe von Leiten, freut sich Obmann Hermann Döttling. In meinem ganzen Leben bis heute noch nie in diesem Hotel. Außerdem habe ich Sie vorige Woche Camille geschenkt. Camille? Das ist eines meiner größten Glücksgefühle heuer, dass wir also wirklich zwei junge Damen gewinnen konnten, die sich selber angeboten haben, weil ihnen das Theater voriges Jahr so gut gefallen hat. Die beiden Damen waren also in der neuen Mittelschule bereits in der Theatergruppe und ich finde das also eine wunderschöne Fortsetzung und vielleicht ein Weg, auch so neue Spieler zu gewinnen. Die Termine und weitere Informationen finden Sie im Fronleitner Veranstaltungskalender und auf www.theater-fronleiten.at. Kommen Sie einfach zu uns und lassen Sie sich für gute zwei Stunden verwöhnen. Schalten Sie ab und erleben Sie mit uns einen vergnüglichen Abend.